Brücken zu bauen, gilt unter Bauingenieuren schon immer als Königsdisziplin. Die Konstrukteure schaffen es, Hindernisse zu überwinden und Getrenntes miteinander zu verbinden. Diese Eigenschaften sind jedoch nicht nur im technischen Bereich unersetzlich, auch im Zwischenmenschlichen werden Brückenbauer gesucht. Menschen, die auf andere zugehen können und ihnen helfen, mit ihrem Schicksal fertig zu werden oder sie dabei unterstützen, sich im Alltag zurechtzufinden. Gerade jetzt zur Adventszeit sind insbesondere menschliche Brückenbauer gefragt. Welche Fähigkeiten braucht denn ein Brückenbauer und worauf kommt es am meisten an? Darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Irmtraut Ahlers. Als Krankenhausseelsorgerin im Katharinenhospital in Stuttgart versucht die Pfarrerin, Verbindungen zu Patienten und deren Angehörigen zu knüpfen. Sie sagt, das ist nicht immer leicht, denn wir werden oft als Todesengel angesehen. Andreas Keil beherrscht die Königsdisziplin der Bauingenieurskunst. Obwohl er schon viele Brücken gebaut hat, sagt er, es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn man über eine selbst geplante Brücke laufen kann. Edeltraut Wetzel hat sich jahrelang und völlig uneigennützig um einen Obdachlosen gekümmert, der im Wald gehaust hat. Heute hat dieser Mann wieder ein richtiges Leben in einer richtigen Wohnung. Dank Frau Wetzel. Frau Wetzel, wenn man Ihre Geschichte hört, die klingt so unglaublich, dass man sie fast nicht glauben mag. Sie sind im Jahr 1997 wie jeden Morgen joggen gewesen und Sie haben im Wald einen Mann entdeckt, der dort gehaust hat. Sie haben ihn noch eine Woche so ein bisschen beobachtet und dann sind Sie auf ihn zugegangen. Warum? Weil ich gesehen habe, er war in der Waldhütte und hat sich da Feuer gemacht. Ja. Und er begegnete mir ja schon 8 Tage und ich habe gesehen, das ist ein Obdachloser. Jetzt gehst du einfach mal rein und redest mit ihm. Er hat ja niemanden gehabt. Jetzt gehst du rein. Gehe ich also in die Grillhütte rein, hat sich gerade. Und da saß er da gerade beim Frühstück. Das war eigentlich Geschwindes, wo mich so bewegt hat. Er saß da mit ein bisschen Butter, ein Toastbrot war da und eine Nescafé und eine Dose, eine alte Cola-Dose. Da hat er sich das Wasser warm gemacht an der Feuerstelle. Und da sitzt er und frühstückt, was man Frühstück nennen kann. Und ich sage, grüß Gott, kam natürlich überhaupt nichts zurück. Es war ihm auch gar nicht so recht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen. Wenn ich als Frau alleine im Wald bin und mir begegnet irgendwo ein Mann alleine, ja, dann habe ich eher Angst. Warum hatten Sie denn keine? Ich hatte einen Hund dabei. Okay. Also ich hatte überhaupt keine Angst. Vor allem, es ist ein ziemlich offenes Gebiet da oben. Da laufen auch viele Leute, Spaziergänger, Leute mit Hund oder Radfahrer. Also es ist ein ziemlich offenes Gebiet. Und ich hatte eigentlich keine Angst. Was soll er mir tun, denke ich. Er hat auch gar nicht so schlimm ausgesehen, sag mal, normal, harmlos. Und ich gehe hin und sehe ihn da frühstücken. Und ich schaue noch so und denke, Frühstück. Und er hat gar nichts geantwortet. Und ich gucke so und sage, wissen Sie was, das ist Ihr Frühstück. Sag, ich bringe Ihnen morgen früh mein anständiges Frühstück. Und gehe ihn wieder. Und dann haben Sie ihm jeden Tag Frühstück gebracht. Das klingt, Frau Wetzel, das klingt wie ein Märchen. Zwei Jahre lang. Und ich habe es zu Hause meiner Familie erzählt und mein Mann sagt, da gab es eigentlich gar kein Veto. Sagt, dann nimm ihm noch die Zeitung mit vom Tag vorher. So, und ich kam. Und ich habe immer später gedacht, wenn er da gewesen wäre und vielleicht gedacht, da kommt sowieso nicht die Frau, dann wäre es aus gewesen. Aber er war da. Ja. Und ich habe es ihm hingerichtet und sage, frühstücken Sie schön, ich komme eine halbe Stunde wieder und nehme meine Sachen mit. So war es wieder. Wann hat er denn angefangen zu sprechen mit Ihnen? Ganz lange. Er hat ganz wenig gemacht. Ich kam dann zurück wieder und nahm die Sachen und rede kurz mit ihm. Und dann sage ich, ich komme morgen wieder. Ich weiß nicht, ob er das für ernst genommen hat. Ja. Und so war es 2 Jahre lang. Ich habe ihn eingekleidet und allmählich habe ich gemerkt, was er für ein Schicksal hat. Ja. Das war eigentlich das dann mit der Zeit. Er hat lange nichts gesagt. Ich habe auch wenig gefragt. Ja. Aber in der Zeit habe ich eben erfahren, dass er einen schweren Unfall gehabt hat, Autounfall und Hirnverletzung und Schulden, Ehe kaputt und Miete nicht zahlen können. Und dann sitzt man auf der Straße. Ja. Dann kam man noch dazu, dass seine Tochter hatte sich ja auch vor die S-Bahn geworfen. Ja, das war dann noch später. Das war dann später eigentlich noch. Ja, ja, das kam auch noch zu. Viele Schicksalsschläge. Seine Mutter hat sich auch das Leben genommen. Also er hatte eigentlich keine schöne Kindheit. Ja. Das muss ich sagen. Ja. Als er, wie lange hat es gedauert, bis er ihn das anvertraut hat? Bestimmt ein Vierteljahr. Ja. Bestimmt. Wir haben wenig gesprochen. Es war einfach immer so ein Geben, nur und Nehmen. Aber es war eine freundliche Begegnung. Und er hat auch nie was verlangt. Ich war eigentlich diejenige, die zu ihm kam. Ja.
Und er hat, Sie sagen, warum Sie es gemacht haben? Weil ich das Gefühl gehabt habe, der Mensch braucht, ich habe das eigentlich aus dem Bauch raus gemacht, der hatte nichts. Ich wollte ihm eine Freude machen. Das war eigentlich das Ausschlaggebende, eine Freude ihm machen. Er hat doch nichts. Und es geht doch keiner freiwillig in den Wald oder auf die Straße. Also er muss doch irgendwelche Schicksalsschläge gehabt haben, um da zu hausen. Und ich habe gesehen, er freut sich und auch selber. Ich habe mich jeden Tag eigentlich gefreut, wenn ich wieder gewusst habe, ah, ich sehe ihn ja wieder. Und ja, es war eigentlich ein schönes Miteinander. Jetzt hat Ihr Mann, haben Sie gesagt, sehr positiv reagiert. Auf meine Familie, meine Kinder auch, ja. Ein Nachbar hat zu Ihnen gesagt, meine Frau hätte nicht zu dem Penner gehen dürfen. Ja, ja. Hat Sie das geärgert? Insofern, ja, eigentlich nicht. Es kann ja jeder machen, was er will, ich denke. Aber ich habe dann wenig darüber gesprochen, weil es oft negativ angekommen ist. Der Waldmensch, ja, ist ein Waldmensch, ist ja nicht was außergewöhnlich ist. Und dadurch habe ich sehr wenig gesprochen darüber. Bis es eigentlich erst mal in die Öffentlichkeit kam. Dann wurden erst die Leute aufmerksam auf die Sache. Das waren über 9 Jahre lang. Können Sie sich das erklären, warum Menschen so negativ reagieren darauf? Ich denke, unsere Gesellschaft wird immer egoistischer. Obwohl es uns gut geht. Uns geht es doch wirklich gut hier. Und warum soll ich nicht jemandem was geben? Mir geht es auch gut. Der nichts hat oder wenig hat. Und es macht mir nichts aus. Und mir hat es eigentlich immer eine Freude. Ich freue mich, wenn ich jemandem eine Freude machen kann, sagen wir so. Ja. Sie haben gesagt, 2 Jahre hat er im Wald gelebt. Sie haben ihn dann dazu gebracht, in einen Bauwagen umzuziehen. Dann kam er in ein Männerwohnheim und irgendwann in eine eigene Wohnung. Ja. Da hat er auch dann 2 Jahre gelebt. Und Sie haben dann nach 2 Jahren einen Anruf bekommen. Die Wohnung wurde gekündigt und Herr Kobal, so heißt der Mann, ist weggerannt. Ja. Da war er 4 Monate in Rückstand wieder mit der Miete. Und wurde ihm die Wohnung gekündigt. Dann habe ich mal. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie das gehört haben? Warum hat er das gemacht? Warum? Ich wollte das wissen. Warum hat der Mensch das gemacht? Man hat ihm geholfen. Und ich muss wissen, warum. Dann habe ich mal ganz schnell die 4 Monate Miete gezahlt. Und dann hat das Wohnunternehmen die Kündigung wieder rückgängig gemacht. Dann habe ich erst mal in der Wohnung mit der Betreuerin bin ich mal in die Wohnung. Und da hat man gesehen, was da abgegangen ist. Die Wohnung war voll Pakete, voll Zeitungen. Der hatte 20 Zeitungen abonniert. Der hatte die Kaufsucht entwickelt. Ja? Und hat sich wieder hochverschuldet. Ja, dann habe ich erst mal gesehen, dass der ganze Papierkorb voll Mahnungen, Rechnungen war. Der hat nur bestellt und nichts gezahlt. Ist das nicht enttäuschend in dem Moment? Sie haben ihm so viele Jahre geholfen und dann nimmt das nicht mal an? Doch, und dann, er hatte Angst vor mir irgendwie. Er wollte es zu mir nicht. Aber ich wollte wissen, warum er das gemacht hat. Und dann hat er sich doch wieder gemeldet im Telefon. Und dann habe ich ihm doch wieder geholfen. Okay. Ja. Trotz der hohen Hürden letztendlich, auch mit der vermüllten Wohnung, haben Sie gesagt. Ne? Und er hat mich abgelehnt, aber trotzdem haben Sie, man kann sagen, wieder eine Brücke gebaut. Ja, Menschen, weil wenn ich ihn hätte fallen lassen, wenn ich nichts gemacht hätte, wäre er wieder unten. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ihm einfach wieder helfen, weil wäre alles umsonst gewesen. Ja. Und das wollte ich nicht. Frau Wetzel, Sie haben ja sogar die Ehrenmedaille der Stadt Stuttgart und den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg bekommen für Ihren Verdienst, für Ihre Hilfe. Ja. Macht Sie das stolz? Das habe ich da schon gefreut drüber, obwohl ich das gar nicht erwartet hätte, um Gottes Willen. Gell? Aber ich habe mich dann auch gefreut. Vor allem, ich denke vielleicht, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht manchen auch zu denken gibt und dass vielleicht manche auch aus der Sache was mitnimmt und sagt, ja, oder eher auch wieder mal, was hilft. Das soll eigentlich die Sache sein, auch jemandem zu helfen, der vielleicht so ganz, ganz da unten ist. Und das sind die wenigsten, die da wieder raufkommen. Ja. Wie viele Jahre haben Sie ihm jetzt schon geholfen? Jetzt sind 16 Jahre. Ja. Und ich helfe ihm ja heute noch. Ich mache seine finanziellen Sachen. Er kann einfach alleine nicht wirtschaften. Ja. Und ich mache das gerne. Ich mache das, solange ich kann. Ja. Und es macht mir immer eine Freude. Und er ist dankbar. Er ist dankbar dafür. Mehr will ich gar nicht. Mhm. Frau Aller, Sie haben jetzt ganz interessiert zugehört. Ja, es hat mich sehr interessiert. Ich kannte das noch nicht, diese Geschichte, und bin ganz überrascht. Ist das wie so ein positives Beispiel von Brückenbauen zwischen zwei Menschen?
Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Geschichte. Also ich denke natürlich unterschwellig schon auch immer so ein bisschen, dass man natürlich gucken muss, wie viel kann man geben und wie viel, ja. Es ist schon auch ein, Sie haben sehr viel sich engagiert. Natürlich, und, ja, das habe ich aber gern gemacht, um einfach ja, Ihnen ja, zu helfen. Das glaube ich. Ich habe da gar nie gefragt, warum tust du das? Nein, ich habe es einfach gemacht. Und ich muss sagen, meine Familie stand immer hinter mir. Mhm, also selbst mein Mann, das ging einem von Anfang an, hat mir geholfen und dann ging das einfach weiter. Da hätte keiner mal gesagt, oh, jetzt hören wir auf. Nee, bis heute nicht. Für Sie irgendwie selbstverständlich. Ne? Darf ich fragen, ob Sie sich vorher engagiert haben oder war das sozusagen der erste Fall? Nein, es kam so einfach. Es kam einfach die Begegnung im Wald, wo ich gesehen habe, mein Gott, also der hat ja wirklich nichts. Dem machst du jetzt eine Freude. Ich wollte einfach eine Freude machen. Das war der Anfang. Mehr nicht. Ja. Ich habe auch nie gefragt. Einfach Freude. Ja. Und die Freude kam auch zurück. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich gegangen bin. Und habe mich eigentlich jeden Tag auch gefreut, wenn ich ihn wieder sehe. Dass ich ihm, ich muss wieder sagen, einfach ihn glücklich mache. Hat er sich gefreut, Sie zu sehen? Ja. Von Anfang an? Ja, und das habe ich gesehen. Dass er sich freut und er hat sich bedankt. Mehr wollte ich gar nicht, aber ich habe gesehen, dass er sich freut. Und er hat auch nie was verlangt, das ist eigentlich das. Denn ich bin eigentlich diejenige gekommen ist, nicht er. Ja. Und ich komme immer. Ja. Aber konnte es kaum glauben, dass jemand wirklich wiederkommt, oder? Ja. Und immer dabei bleibt. Ja, das hätte er auch am Anfang überhaupt nie gedacht. Na ja, komm, es geht einem. Da sind auch ab und zu Leute durch die Hütte gegangen. Später haben sie ja gewusst, wer da drin wohnt. Und die haben mich dann unterwegs immer gefragt, auch später, ja, wo ist er denn jetzt? Habe ich gesagt, jetzt hat er eine Wohnung. Und damit hat es sich aber gehabt. Mehr wollten die Leute gar nicht wissen. Gab es einen Moment, an dem er zu Ihnen gesagt hat, Mensch, ohne Sie hätte ich das alles gar nicht geschafft? Doch, also er spricht immer, dass ich sein Schutzengel wäre. Ja, also doch. Ich will gar nicht mehr, einfach schon, damit er auch mitzieht. Er zieht mit, er hat seitdem nie wieder was getan. Ja. Auch damals, wo er sich wieder hoch verschuldet hat. Er ist wirklich, und hat seine ganzen Schulden, der hat über 25.000 Euro Schulden gehabt. Und die hat er in 9 Jahren abgeschafft mit meiner Hilfe. Also wirklich auch mit seiner Hilfe. Und er hat ja eine Rente, er ist halt kein Sozialhilfeempfänger, das wissen viele nicht. Er kriegt eine kleine Rente, die eben so viel ist, vorher geht alles weg, die Schulden, und dann bleibt ihm das zum Leben. Und davon hat er wirklich mit 250 Euro 9 Jahre lang im Monat leben müssen, mit 250 Euro. Gekämpft. Ja, ich habe ihm einfach lieber Lebensmittel gegeben und einen Kühlschrank gefüllt, aber er musste die Schulden abzahlen und das hat er gemacht. Ja. Sehr schön. Herr Keil, bei Ihnen haben wir eine ganz andere Brückengeschichte. Sie sind Bauingenieur, aber trotzdem muss ich Sie noch mal fragen, man sagt ja oft Brücken bauen oder man verwendet es oft als Synonym für Verbindungen, ne? Auf andere Menschen zugehen, Verbindungen zwischen Menschen. Sehen Sie da auch irgendeinen Zusammenhang zwischen dem technischen Brückenbau und dem menschlichen, übertragenen sozusagen? Sicher, ich meine, Brücken werden auch zwischen Plätzen gebaut, zwischen Stadtteilen, zwischen Landschaften. Man führt Menschen zusammen auf Brücken, vor allen Dingen die Fußgängerbrücken sind ja schöne Beispiele, wo wirklich auch auf der Brücke Begegnungen stattfinden. Das ist auch sehr schön, wenn man das sieht, wenn man eine Brücke entwirft. Man tut es ja dann auch immer angemessen, was den Ort angeht und was auch die Anforderungen angeht. Also muss die Brücke breit oder schmal sein. Man hat auch Brücken, wo wirklich auch Plätze auf den Brücken geplant werden und gebaut werden, wo Bänke sind, wo Leute sich einfach treffen. Und so gesehen ist das natürlich auch eine Brücke für Menschen, und von Menschen gebaut für Menschen. Mhm. Insbesondere bei den Fußgängerbrücken, bei den Straßenbrücken, bei den größeren Brücken, auch bei den Eisenbahnbrücken ist das natürlich ein bisschen übergeordneter. Da dienen auch Brücken dazu, dass Menschen zusammengeführt werden. Ich meine, wenn Sie zu Freunden nach Hamburg fahren mit dem Zug, da fahren Sie über unzählige Brücken. Und dass das so schnell und so einfach geht, dass diese Begegnungen zwischen Menschen stattfinden, dazu braucht es eben die Brücken. Oder die Insel Rügen, die ist ja auch durch eine Brücke verbunden. Genau, man fährt einfach rüber, ne? Genau, man fährt rüber. Da war ja früher eine Klappbrücke, hat ewig lang warten müssen, bis man dann mal auf der Insel war. Und da hat man jetzt diese große Schräghalbrücke gebaut, um einfach das schneller hinzubekommen, um die Infrastruktur zu verbessern, um Menschen zusammenzubringen. Warum gilt denn der Brückenbau als Königsdisziplin unter den Bauingenieuren? Also erstmal ist es so, dass jede Brücke ja ein Prototyp ist. Ja. Also wenn wir eine Brücke planen, dann schauen wir uns erstmal den Ort an und wir schauen erstmal, was muss die Brücke eigentlich leisten, wie breit muss sie sein, wo kann ich Stützen stellen,
muss ich eine große Spannweite machen. Was fährt unten durch? Sind es Schiffe? Sind es Autos? Und so gesehen ist halt jede Brücke anders und jede Brücke eine Herausforderung. Es gibt ganz einfache Brücken, es gibt aber auch große, spektakuläre Brücken, Hängebrücken. Und das ist eben die Herausforderung, da immer die richtige Antwort auf die Fragestellung zu finden, eben weil es ein Prototyp ist. Und weil das, aber mal kam, wie viel so eine Brücke aushält, also was da an Gewicht drüber fährt. Also es ist enorm. Ne? Also fangen wir mal mit den kleinen Brücken an, die Fußgängerbrücken. Die müssen so 400 bis 500 Kilo pro Quadratmeter tragen. Das muss man sich also vorstellen, der Tisch hier, da würden 8-9 Leute draufstehen. Und das auf der ganzen Brücke, also so eine kleinere Brücke muss locker die Last von Tausenden von Menschen tragen. Eben über die Fläche gerechnet, bei Eisenbahnbrücken wird es noch viel mehr. Also ein ICE wiegt einige hundert Tonnen, die so eine Brücke tragen muss. Auch bei den Straßenbrücken, vor allen Dingen die Lastwagen, weiß man, 30 Tonnen, wenn da mal so eine Lastwagenschlange drüber geht. Und vor allen Dingen bei den großen Spannweiten ist es auch der Wind, der ist nicht zu unterschätzen, gerade was die Querrichtung angeht. Also wir haben alle von diesem schrecklichen Ereignis auf den Philippinen gehört. Also da hat man mit Windlasten, das muss man sich vorstellen, von ca. 400 bis 500 Kilo pro Quadratmeter zu rechnen. Das ist also das, was eine Brücke oder ein Gebäude aushalten muss. Und wenn man das aufsummiert auf die ganze Fläche, sind das enorme Kräfte. Und das gilt es eben statisch auch zu beherrschen und auch stabil zu bauen. Welche Brücke ist denn Ihre Lieblingsbrücke von denen, die Sie selber gebaut haben? Eigentlich habe ich sehr viele Brücken, die ich mag, und natürlich die erste in meiner Karriere, die in Griechenland entstanden ist, aber die Lieblingsbrücke aktuell, würde ich mal sagen, ist eine Brücke in Amerika, die Boy Scout Brücke. Mhm. Die hat so ein paar ganz besondere Dinge. Erstmal ist sie für junge Menschen gebaut. Also wir haben die Aufgabe gehabt, zwei Camps miteinander zu verbinden. Es war ein Wettbewerb und wir haben uns dann was Besonderes überlegt, dass man nicht nur eine Brücke bauen, wo man drüber gehen kann, sondern dass da auch was passiert. Man kann auf den Kabeln gehen, das heißt, es ist ein bisschen so adventure-mäßig für die jungen Leute, da begegnet man sich, da hat man zusammen Spaß. Und natürlich haben wir der Brücke auch ein bisschen Bewegung mitgegeben, die schwankt auch. Das finden die jungen Leute ganz toll. Ja? Also die schwingt wirklich, die soll auch schwingen. Und deswegen ist das schon was ganz Besonderes. Also Dinge, auf die man natürlich sonst nicht so achtet, wie Schwingungen. Jetzt oder. Haben Sie natürlich eine lange Planungsphase, eine lange Bauphase. Und wenn Sie dann das allererste Mal auf dieser Brücke stehen, wie fühlen Sie sich da? Wie fühlt sich das an? Also ich würde sagen, das ist eigentlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Vor allen Dingen, man fängt ja mit einer kleinen Skizze an, also in ganz kleinem Maßstab, dann kommen die Pläne, dann wird es ein bisschen größer, dann werden die Details gezeichnet, wird es wieder ein bisschen größer und dann wird es umgesetzt. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Gefühl, wenn man dann auf der Brücke steht, wenn man auch nochmal die Skizzen holt und wirklich sieht, die Brücke sieht so aus, wie ich sie mir mal ausgedacht habe. Und das ist natürlich auch das Schöne an dem Beruf, dass man wirklich auch relativ schnell große Dinge umsetzen kann und sehen kann. Ich meine, also im Moment wird ja auch in der Politik die Infrastruktur in Deutschland diskutiert. Auch das Thema Brücken spielt eine große Rolle, weil es gibt sehr, sehr viele marode Brücken. In Baden-Württemberg geht man von 3.000 bis 4.500 aus. Das sind immens viele. Woran liegt das dann? Also es liegt hauptsächlich an dem gestiegenen Verkehr. Und zwar hauptsächlich am gestiegenen Schwerlastverkehr. Da gibt es eine ganz interessante Zahl, die kann man sich fast nicht vorstellen. Also wenn ein PKW, normaler, wie wir alle fahren vermutlich, wenn der über die Brücke fährt, dann hat er den Schädigungsgrad 1. Wenn ein LKW drüber fährt, dann hat es den Schädigungsgrad 100.000 oder anders ausgedrückt. Ein LKW ist genauso viel wie 100.000 PKW vom Schädigungsgrad her. Und wenn man sieht, wie die Güter durch Europa gefahren werden, was natürlich teilweise auch unsinnig ist, da wird dort lackiert, dort montiert und dort dann zusammengebaut. Und diese ganzen Transportwege, die führen dazu, dass die Brücken viel höher belastet sind, als man erwartet hat, und dass die Brücken dann dadurch Probleme bekommen. Kann man denn oder muss man als Fußgänger oder Autofahrer Angst haben, wenn man auf eine Brücke raufgeht? Können die zusammenbrechen? Nein. Das nicht. Okay. Also Vertrauen kann man schon noch haben. Ja, die Brücken werden auch alle 3 bzw. 6 Jahre kontrolliert. Gewartet. Da gibt es angeschaut. Die bekommen dann auch eine Note.
Ja? Und wenn die Note sehr schlecht ist, dann wird teilweise auch die Brücke erstmal von dem Schwerlastverkehr gesperrt. So Fälle gibt es, auch große Brücken über den Rhein in Leverkusen. Und dann, weil wie gesagt, der LKW eigentlich das Schlimme ist. Und der PKW-Verkehr ist nicht das Problem. Also Sie brauchen wollen ja noch Vertrauen haben. Das können Sie weiter haben. Ja. Frau Ahles, Vertrauen ist bei Ihnen auch ein großes Stichwort. Sie gehen in Ihrer Arbeit letztendlich auf wildfremde Menschen zu, die gerade eine schwere Diagnose bekommen haben. Nicht nur eine schwere Diagnose, auch auf andere Menschen. Also Patienten, aber im Krankenhaus generell, bei der Seelsorge. Aber Sie müssen es ja auch schaffen, innerhalb von kurzer Zeit irgendwie Vertrauen zu den Menschen zu fassen, beziehungsweise die Menschen müssen Vertrauen zu Ihnen fassen. Wie machen Sie das? Ja, indem ich mich erstmal vorstelle. Und das ist ganz wichtig, dass die Patienten dann auch wissen, aha, wer ist das, der da vor mir steht oder die da vor mir steht? Weil das ist so, als Patient kommt natürlich ständig jemand ins Zimmer und manchmal sind es so viele, dass die Patienten auch gar nicht richtig wissen, wer ist das jetzt eigentlich und wie. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich vorzustellen, aber nicht nur mit Namen, sondern ich versuche auch mal deutlich zu machen, ich bin Seelsorgerin. Und manchmal sage ich das auch, ich bin Pfarrerin, weil Seelsorge ist ein etwas weiterer Begriff. Und damit ich den Patienten und meinen Gesprächspartnern auch die Chance gebe, sich zu positionieren. Das heißt, mir auch deutlich zu sagen, mir ein Zeichen zu geben. Das macht man manchmal durch einen Blickkontakt, manchmal aber auch durch ein freundliches Grüß Gott oder dass man ganz interessiert ist. Also damit ich Ihnen auch eine Chance gebe, dass Sie sagen, mir signalisieren können, wollen Sie mit mir in Kontakt treten oder wollen Sie das nicht? Wollen Sie eine Brücke sozusagen schlagen zu mir oder nicht? Und kann ich auf dieser unsichtbaren Brücke, die sich vielleicht für mich auftut, kann ich da gehen oder bleibe ich lieber auf meiner Seite? Warum ist es wichtig, dass Sie als Pfarrerin und Seelsorgerin da sind für die Menschen, die es natürlich annehmen wollen? Aber warum ist sowas wichtig, dass jemand herkommt zu mir und so eine Brücke schlägt? Also, wer schon mal länger im Krankenhaus war oder auch nur ein paar Tage, der weiß, dass es mittlerweile so ist, dass man sich im Krankenhaus ganz schön allein und verlassen fühlen kann. Und das ist einfach eine ganz besondere Situation, das Kranksein im Krankenhaus mit dieser hohen Technik und mit diesen vielen Untersuchungen. Man ist von heute auf morgen sowas von verunsichert, einem rutscht manchmal der Boden weg. Und das ist nicht so, dass ich als Seelsorgerin da jetzt groß alles verändern kann, aber es ist für viele, die dort arbeiten, festarbeiten, immer ganz hoher Zeitdruck da. Und das ist und wenn ich die Gelegenheit habe, mit diesen Patienten in Kontakt zu kommen, dann und ich wirklich auch selber Zeit habe, das habe ich ja auch immer, nicht immer, aber ich versuche es, wenn ich dahin gehe, mir auch Zeit zu nehmen. Das ist dann schon mal das ist dann fast wie so ein Angebot, mal festen Boden wieder zu kriegen. Das heißt, einfach mal das rauszulassen, was jetzt gerade die Befindlichkeit ist, was die Sorgen sind, aber was vielleicht auch die große Hoffnung ist, nach einer gelungenen Operation die Freude zu hören. Das also gibt es ja alles. Dasein. Ja. Sie hören aber natürlich in den Gesprächen auch viele von vielen Schicksalen. Sie erfahren viel Leid bei Menschen direkt vor Ihnen. Wie stark müssen Sie denn sein, um das auch auszuhalten? Ja, ich bin nicht immer stark. Aber das gehört natürlich schon ein Stück weit auch zu unserer beruflichen Erfahrung, dass wir auch Mechanismen haben, was zu hören und das nicht immer ganz ins Innere reinzulassen. Das geht gar nicht. Jeder, der in einem helfenden Beruf tätig ist oder in einem Beruf, wo man, sozialen Beruf würde ich mal sagen, der muss diese Distanz einbauen. So ein bisschen wie eine Schleuse manchmal oder einfach so eine kleine Brücke vielleicht, eine Querbrücke, die einem da einfach ein bisschen schützt. Ja. Und trotzdem durchlässig zu bleiben, das ist eine große Kunst. Distanz zu haben und trotzdem dem Patienten nah zu sein und auch präsent zu sein, ihn zu befragen, aber auch zu hören, was ist das Thema des Patienten, was liegt oben auf. Das kann was ganz Banales sein, dass man sich über das Fußballspiel unterhält, dass gerade Stuttgart gewonnen hat und die Freude richtig groß ist. Oder es kann auch, ein Patient hat mir mal erzählt, den traf ich im Rollstuhl, der war eigentlich ein Bestrahlungspatient, der mir erzählte, ich kann ihn erzählen. Der war ganz mobil, fuhr immer zu den Fußballspielen, wollte sich also gar nicht unbedingt helfen lassen, so von seiner Frau, sondern wollte autonom sein.
und fing mit mir an zu diskutieren, wo man die besten Bratwürste in Stuttgart essen kann und hat mir das dann voller Freude erzählt. Und indem ich ihm zugehört habe und er dachte, und dieses Thema kann ich sogar mit der Seelsorgerin besprechen. Und darüber sind wir über andere Themen ins Gespräch gekommen. Das sind oft ganz banale. Also manchmal kann man über Bratwürste doch eine Brücke schlagen. Ja? Ganz genau. Okay. Sie haben uns erzählt, wenn Patienten manchmal nicht weiter wissen, geben sie auch Gott die Schuld. Ja. Sie fragen natürlich auch Sie als Pfarrerin solche Fragen, warum hat Gott mir das angetan, warum ich? Wie schwer oder leicht fallen Ihnen solche Antworten? Also ich versuche möglichst gar keine Antwort zu geben. Das mag vielleicht manchmal unbefriedigend sein, aber diese Frage ist schon so verfänglich. Warum tut Gott mir das an? Also das ist ja die berühmte Theodic C-Frage am Bett. Ja, also was soll man dazu sagen? Also jede Deutung ist fatal. Ja? Ich versuche eigentlich immer so ein bisschen diese Frage ins Weite zu führen, indem ich, es kommt immer darauf an, sagt das ein junger Mensch zu mir, dann kann ich eigentlich nur mitklagen und sagen, das ist schlimm. Und wenn Sie das so empfinden, dass das jetzt auch eine Strafe Gottes oder einfach eine Gottverlassenheit ist, dann versuche ich Ihnen manchmal auch da geradezu das auch zu lassen. Also nicht, dass ich versuche, da irgendwie eine harmonische Geschichte draus zu machen. Das ist es nicht. Ja. Das Leben ist hart und das Leiden ist schlimm. Und ich kann da auch vieles gar nicht beeinflussen. Also ich kann es eigentlich in solchen schweren Situationen manchmal nur anbieten, mit auszuhalten. Immer wieder da zu sein. Ja. Und auch Schmerzen, die so schlimm sind, manchmal mich nur hinzusetzen, gar nichts zu sagen. Ja. Das ist oft die größte Hilfe und größte Brücke, die ich bauen kann. Sagen Sie, ja. Herr Kallner, eine Frage. Glauben Sie, dass es wichtig ist vielleicht, dass mehr Menschen, auch wir haben die Geschichte von Frau Wetzel gehört und die von Frau Alles, dass mehr Menschen auch menschliche Brücken schlagen zu anderen? Natürlich. Ich meine, es wäre schlimm, wenn ich das nicht glauben würde und wenn ich nicht glaube, dass das fürs ganze Leben wichtig ist, ob das Berufsleben ist oder das Leben mit Freunden oder mit der Familie. Also ich denke, es ist wichtig, Brücken zu bauen. Ob es richtige Brücken sind oder menschliche, das ist, glaube ich, nicht die Frage. Gut. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht gibt es ja auch bei Ihnen jemand im Umfeld, zu dem Sie vielleicht eine Brücke schlagen wollen. Vielleicht hat die Sendung Sie ein bisschen angeregt. Vielen Dank, dass Sie alle da waren und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.